willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute wird es ein Food Haul für euch geben. Den habt ihr euch schon ganz oft gewünscht. Ich soll euch immer zeigen, was ich an Lebensmitteln kaufe. Aber ich muss euch sagen, das ist so ein bisschen schwierig. Ich habe ja bis jetzt erst einen Food Haul hochgeladen, der auch ganz gut bei euch ankam. Nur ist es ja bei mir so, ich gehe wirklich viele Lebensmittel einkaufen und oft ist ja klar, wir sind eine große Familie und es ist immer ein bisschen schwierig, euch das dann sofort zu zeigen. Also ich habe dann meistens keine Zeit, weil ich ja morgens einkaufen gehe. Dann muss ich schnell alles verräumen oder kochen und so weiter. Da habe ich keine Zeit, Videos zu machen. Aber jetzt passt es ganz gut. Ich war gerade einkaufen. Meine Kinder sind in der Skaterhalle und deswegen habe ich gedacht, ich zeige euch die Sachen. Es ist ja bunt gemischt. Es ist von allem was dabei. Und ich würde sagen, wir legen jetzt einfach mal los. Und zwar ist bei uns mittwochs in der Fußgängerzone immer Bauernmarkt. Und da schlendere ich ganz schnell rüber und kaufe ein paar Sachen, die zeige ich euch. Und zwar zum einen natürlich Gemüse. Ich habe dort bei einer türkischen Verkäuferin Karotten, Zucchini und Paprika gekauft. Dann habe ich bei ihr noch diese riesen Orangen gekauft. Da freue ich mich schon drauf, weil wir nämlich am Wochenende wieder unser Chia-Samen-Rezept machen werden. Falls ihr das noch nicht kennt, ich verlinke es euch mal unten in der Infobox. Schaut da mal vorbei, total lecker. Das mache ich nämlich am Wochenende und dazu habe ich noch anderes Obst gebraucht, nämlich Kiwis. Dann eine Mango, die ist auch schon ein bisschen weich. Da freue ich mich auch drauf, das mag ich total gerne. Dann habe ich Heidelbeeren gekauft. Und Physalis. Meine Kinder lieben Physalis. Das ist wirklich der Wahnsinn. Das ist eigentlich eher selten, aber ich mag die auch total gerne. Und Trauben habe ich noch gekauft. Und zwar sind das Kernlose. Die mag ich auch total gerne, zum Beispiel abends, wenn wir dann Abendbrot essen, zu einem Stück Käse oder so. Und genau, also das war jetzt in der Innenstadt beim Bauernmarkt. Dann bin ich noch schnell bei DM reingeflitzt. Der ist nämlich da auch bei uns in der Fußgängerzone. Da habe ich noch Couscous gekauft und Zahnpasta und diese Sachen, aber das habe ich jetzt nicht mehr hier liegen. Sollte ich euch aber zeigen, ich hatte euch auch mal ein Couscous-Rezept abgefilmt. Also ich liebe Couscous. Und genau, dann war ich noch bei Lidl, da habe ich ein paar Sachen gekauft. Und zwar möchte ich diese Woche mit den Kindern backen. Deshalb habe ich Rama mitgenommen, die war im Angebot. Und Backpapier habe ich dringend gebraucht. Mir ist die Marke eigentlich total egal. Ich habe es jetzt heute Mittag auch schon verwendet. Und ja, da habe ich halt das bei Lidl jetzt einfach mal mitgenommen. Und dann habe ich bei Lidl noch Quark mitgenommen. Genau, ja, kann man immer gebrauchen, ist immer gut im Kühlschrank und Tee habe ich noch mitgenommen beim Lidl. Und zwar einmal Holunderkirsche und dann noch türkische Bayram, Apfelfeige. Kennt ihr den? Der ist total lecker, den habe ich jetzt schon ein paar Mal nachgekauft. Den hatte ich bei einer Freundin probiert und boah, der ist total lecker. Also die sind ja von Messmer und ja, also auf jeden Fall eine Empfehlung, falls ihr sowas mögt. Probiert den mal. Der ist echt lecker. Der Alessandro mag den auch total gerne. Meine Haare sind heute echt total nervig. So, dann war im Lidl noch im Angebot die Leibniz-Kekse. Und zwar habe ich da gleich mal drei Packungen mitgenommen. Ich finde es nicht verkehrt, weil ich ja öfters mal zu meinen Patenkindern zum Beispiel gehe und da habe ich immer ganz gern was dabei. Die freuen sich. Oder meine Kinder schnabulieren das auch ganz gerne. Ja, und diese hier mit der überzogenen Schokolade, eben auch von Leibniz, die waren auch im Angebot. Das mögen meine Kinder auch total gerne. So, deswegen habe ich so viele mitgenommen. Aber das müssen sie sich schön fein einteilen. Dann hatte ich noch, ja, Cherry-Tomaten mitgenommen. Und die mache ich dann in meinen Bulgursalat. Dann wollte ich was ausprobieren. Und zwar kaufe ich normalerweise immer bei Edeka diesen Käse hier von Mibel, diesen Pizzakäse. Und zwar eignet der sich auch super zum Gratinieren. Also wenn ich zum Beispiel Spargel habe oder Pasta und so weiter, dann nehme ich den. Aber jetzt habe ich mal diesen hier bei Lidl mitgenommen. Ja, der ist halt günstiger, aber ich weiß jetzt noch nicht, wie er schmeckt und ob er genauso gut ist. Aber den möchte ich gerne mal testen, deswegen habe ich ihn mitgenommen. Dann durfte Ketchup nicht fehlen, gleich eine große Flasche, ne? Weil es gibt nämlich bei uns die Woche Hotdogs. Da habe ich auch Hotdog-Brötchen mitgenommen. Wo sind sie denn? Moment, ich zeige sie euch. Und zwar diese hier. Genau, hat sich der Lissandro gewünscht. Selbstgemachte Hotdogs und deswegen durfte der Ketchup nicht fehlen. Dann bekommen meine Kinder Besuch am Wochenende. Und ja, damit sie so ein bisschen was haben, habe ich Chips gekauft. Also diese hier. Und dann noch diese ja, Erdnusslocken. Naja, Ausnahme muss auch mal sein. Und dann noch was Süßes. Allerdings habe ich das mal für mich mitgenommen. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Ja, das sind halt diese ja, Erdnüsse, die überzogen sind mit Schokolade. Wollte ich einfach mal probieren. Ich weiß nicht, also man sollte mit Hunger auch nicht einkaufen gehen. Das ist ganz schlecht. Und mein Max, der liebt diese hier. Diese Schokorosinen. Kennt ihr die? Also das sind Rosinen und die sind mit Schokolade überzogen. Auch ganz lecker.
Dann habe ich noch Champignons gebraucht. Ich habe die nämlich auf dem Markt vergessen zu kaufen und deswegen habe ich sie jetzt bei Lidl mitgenommen. Ich möchte nämlich gefüllte Paprika machen. Da habe ich ein Rezept von der lieben Nina gesehen, gestern, von der lieben Nina Gutierrez. Und die hat nämlich gefüllte Paprika gemacht. Deswegen mussten Champignons mit. Da bin ich schon ganz gespannt, wie das schmeckt. Feldsalat natürlich wie immer. Ihr wisst, dass ich zu jedem Mittagessen Salat brauche. Also das ist dringend notwendig. Diese Haare gehen mir heute echt auf die Nerven. Wartet, das haben wir gleich. So, dem setzen wir jetzt mal ein Ende. Zack, zack, machen wir gar nicht lang rum. So, fertig. Genau, dann mag der Max diese Maultaschen bei Lidl. Und zwar, wenn es mal schnell gehen muss, entweder mache ich ihm da eine Brühe dazu oder ich brate sie an. Mache noch Paprika rein, so klein geschnittene, frische Champignons. Und schlag noch ein Ei drüber. Also das mag der Max total gerne, deswegen habe ich die mitgenommen. Und dann wollte ich mal diese Pappardelle hier probieren. Ihr wisst ja, ich bin ein totaler Nudelfreak. Also wir essen wirklich viele Nudeln. Wer mein Follow Me Round nach Italien gesehen hat, hat gesehen, wie viele Nudeln ich gekauft habe. Aber die habe ich irgendwie angesprochen. Und ja, deswegen wollte ich sie mitnehmen. Also mal schauen, wie sie schmecken. Ich bin schon gespannt. Und dann mussten Eierspätzle mit. Die lieben meine Kinder, die brate ich an. Zum Beispiel sonntags, wenn es mal einen Braten gibt und ich habe keine Lust, frische Spätzle zu machen, dann gibt es einfach die hier. Die kaufe ich eigentlich meistens. Und dann wollte ich noch für abends mal was haben, für meinen Mann und mich. Wenn ich so Paprika zum Beispiel aufschneide und dann diesen Käse, dann tunken wir das so rein, ein Baguette dazu und ja, da freue ich mich schon. Dann habe ich noch Getränke gekauft und zwar war Valenzina im Angebot bei Lidl. Ich wollte jetzt erstmal nur diesen hier probieren. Und zwar ist es Multivitaminsaft. Da habe ich jetzt nur eine Flasche mitgenommen und vom Orangensaft habe ich ein 6er-Pack mitgenommen. Das zeige ich euch jetzt. Ja, da ist er, der 6er-Pack. Der stand jetzt noch auf dem Boden. Also das habe ich noch mitgenommen und dann habe ich noch Milch mitgenommen und zwar wie immer 12 Stück. Ganz normal, also so eine Riesenlage halt, das wisst ihr ja. Dann war ich noch beim Metzger und habe frischen Aufschnitt mitgenommen. Ich war beim Bäcker und habe Bauernbrot mitgenommen. Aber das zeige ich euch jetzt nicht alles. Also das ist für mich jetzt auch blöd, euch das so in die Kamera zu halten. Wie gesagt, ich habe es jetzt auch schon weggeräumt. Ich muss auch übrigens jedes Mal meinen Kühlschrank auswischen. Das ist so eine totale Phobie bei mir, ne? Echt, ich muss den ständig auswischen. Und das werde ich jetzt auch gleich machen, dann kann ich das alles schön verräumen. Ich habe dann noch beim Lidl Persil mitgenommen und zwar war das im Angebot. Beim Waschmittel bzw. beim Putzmittel ist es so, dass ihr mich da auch schon oft gefragt habt, was ich denn so verwende, ob ich das nicht mal zeigen könnte. Ich weiß jetzt nicht, ob es so für euch interessant ist. Lasst mir da mein Feedback da, dann drehe ich euch gerne ein Video. Ich habe jetzt sogar schon die leeren Verpackungen so ein bisschen aufgehoben. Ich weiß nicht, wann ich es euch zeigen soll. Wenn ich es neu kaufe oder wenn es aufgebraucht ist. Also sagt mir das mal, dann filme ich euch das sehr, sehr gerne ab. Und das war es jetzt erstmal soweit von meinem Einkauf. Morgen gehe ich natürlich wieder einkaufen, ist ja klar. Also wie gesagt, wir sind halt einfach viele und ich kann auch nicht von jedem Kind verlangen, dass er wirklich das auch isst, was wir essen. Also jeder ist anders, ich esse auch nicht alles und das heißt aber noch lange nicht, dass meine Kinder so oberst verwöhnt sind. Ich versuche halt mein Bestes, ich bin Mama und das ist mein Job, denn ich habe mal, ich glaube das war mein zweites oder drittes Rezeptvideo, das ich euch hochgeladen habe und da hat ein Mädchen geschrieben, ja nee, also das gibt's ja wohl gar nicht, wieso kochst du für deine Kinder extra? Weil ich hatte was gekocht und da habe ich noch gesagt, so, das ist jetzt mein Mann und für meine Kinder mache ich was anderes. Das Kommentar, das hat mich erstmal so ein bisschen, bisschen überlegen lassen, aber ich weiß, dass ich das für mich einfach richtig mache. Ich kann bei 4 Kindern nicht verlangen, dass jeder wirklich das isst, was auf den Tisch kommt. Und wie gesagt, ich sehe das als meinen Job. Ich möchte, dass meine Kinder was Gesundes essen und dass sie zufrieden sind. Ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, wenn man was essen muss, was man hasst, beziehungsweise was man nicht runterkriegt. Also ich zum Beispiel mag keinen Lachs. Ich würde jetzt keinen, ja, keine Ahnung. Also so, es gibt gewisse Sachen, die würde ich halt einfach nicht essen. Die mag mein Mann, dann mache ich sie ihm und für uns koche ich was anderes. Also, naja gut, aber das muss ja jeder für sich selber wissen und danach kaufe ich halt ein. Ne? Aber gut, das junge Mädchen, das so Kommentar geschrieben hat, die hat selbst noch keine Kinder und mal schauen, wie es ist, wenn sie selbst Kinder hat. Okay, also wie gesagt, jeder gibt sein Bestes, ich auch. Das war es soweit von meinem Einkauf. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir da Feedback da, wenn ich euch immer wieder mal zeigen soll, was so gekauft wird bei uns im Haus. Und übrigens, was ich euch noch sagen wollte, für alle, die mich noch nicht so lange kennen, nein, das hier ist kein Treppenhaus. Das sieht nur so aus. Also da ist schon eine Treppe, aber hier ist mein Esszimmer. Also hier ist ein Tisch.
Und ja, das war nämlich auch noch ein Kommentar, das ich bekommen habe, warum ich denn in einem Treppenhaus filme. Ja, da war ich dann leicht irritiert. Und seitdem habe ich hier nicht mehr gefilmt. Vielleicht ist es euch aufgefallen, alle, die mich schon länger haben. Weil das hat mich so irritiert. Ich dachte so, ja wie, hier ist doch mein Esszimmer. Aber für die, die mich bei Instagram haben, wissen ja, wie es hier so ungefähr aussieht. Und ja, wollte es jetzt nur mal dazu sagen, für alle, die mich neu abonniert haben oder die mich noch nie gesehen haben. Okay, also meine Lieben, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Lasst es euch gut gehen, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss!